steht das große Finale vor der Tür? Denn wenn ja, dann herzlich willkommen zurück zur Yokai Academy bzw. zu Rosario, zum Vampire Tanabata's Day. Wir sollten zum Friedhof gehen. Also das ist der Ort, der in dem Brief erwähnt wurde. Solch eine Atmosphäre. Wo ist Kurumo-san? Es muss hier irgendwo sein. Tsukune, sei vorsichtig. Ja, wir sind nicht dem Befehl befolgt, dass ich hier alleine kommen soll. Ah, Kurumo. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Ah, Tsukune, da drüben. Kurumo-chan? Kurumo-chan! Was ist passiert? Es scheint so, als hätte sie, als wäre sie bewusstlos. Wir müssen uns beeilen und ihr helfen. Warte, das könnte eine Falle sein. Ah! Kurumo-chan! Tsukune, das ist gefährlich. Nee! Stürz dich nicht alles über Kopf in die Gefahr. Wow! Tsukune! Bist du okay, Tsukune? Ja. Was ist denn? Was soll das, Kotori-kun? Habe ich dir nicht gesagt, dass du alleine kommen sollst? Diese Stimme. Hä? Ich? Ja, du! Weißt du schon... Ah, jetzt geht's um die Ishigami. Ich glaube, das kennen wir. Eine magische Kiste, das dir alles gibt, was man will. Ah, damals... Das ist... Ishigami-Sensei? Ishigami-Sensei? Diese Person ist Ishigami-Sensei? Sie verwandelt weibliche Schülerinnen in Stein. Also wurde sie suspendiert. Aber sie war für gewöhnlich eine Kunstlehrerin hier. Ach so, sie? Hm? Ah, ihr seid doch die Typen aus dem Zeitungsclub. Ah, ihr seid auch hier angekommen. Warum sind Sie hier? Warum? Ich suche nach meiner ultimativen Kunst. Was für eine ultimative Kunst? Naja, meine Schüler in Stein für meine Kollektion zu verwandeln. Das ist die wahre Form von Kunst. Das ist schrecklich! Aber die ultimative Kunst, von der ich geträumt habe, wurde schon ruiniert. Ich konnte es nur für einen Moment genießen. Aber egal. Aber ich bin hierher gekommen, diesen Moment wieder zu suchen. Versteht ihr jetzt? Natürlich nicht. Mein Wunsch wird heute erfüllt, was? Die Macht, mit der man meinen Traum wahr machen kann. Es ist versteckt in diesem Mädchen, Yunagi Kotori. In Kotori-san? Gra? Ich glaube, du hast mich mit irgendjemandem verwechselt. Ich habe nur die Kontrolle über den schwachen Winner und das ist alles. Verstehst du? Naja, ich habe vorhin das Sicherheitskomitee ausgenutzt, um die Power von dir zu bekommen. Aber ihr habt euch reingemischt. Jetzt hör auf zu labern, gib uns Kurumo zurück. Ja, lass sie gehen.
Sukuney, ich versuche eine Chance zu finden, um sie zu retten. Yunagi Kotori. Du kennst immer noch nicht deine wahre Identität, hä? Meine wahre Identität? Ja, du bist eigentlich... die Reinkarnation von Orihime, von der Tanabata-Legende. Bitte, was? Dein Körper enthält unbegrenzte Macht von der Original-Orihime. Ich kann es sehen. Die Hülle von dieser unbegrenzten Kraft bist du. Es fließt gleich schon sogar über, wenn es freigesetzt ist. Die zerstörerische Kraft kann meine ultimative Kunst kreieren. Oh. Ah. Sie ist hinter Kurumo-chan gestanden. Kurumo-chan! Kurumo-san! Nun, bleib du ganz ruhig. Hey, Yunagi Kotori. Heil dich und lass deine Kräfte frei. Lass mich meine ultimative Kunst sehen. Andererseits... oder ansonsten werde ich dieses Mädchen in Stein verwandeln. Nein. Auch wenn ich die Power habe, die du erwähnt hast. Ich weiß nicht, wie man das freisetzt. Aber für Kurumo-san. Und Sukuna-kun. Hier! Kotori? Hier! Was treibst du? Hier! Los, weiter, und befreie es! Hier! Es tut mir leid, Sukuna. Nur wegen mir, das Mädchen, das hier so wichtig ist. Ja! Ja! Das ist wieder der Kaum-Mess-Boy. Galactica Rescue Attacke! Was? Da ist er ja. Der mysteriöse Typ. Er läuft Richtung Kurumo-chan. Oh, er hat sie gerettet. Ach ja, wer sind das nochmal? Wer ist das? Warum fragst du dir dasselbe? Wer ist er? Oh! Ich bin die Kuhmaske! Oh, das tut wirklich weh. Kurumo-chan ist sicher. Ah, du bist verletzt. Lass mich mal sehen. Ja, es ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Aber, was? Danke. Oh. Ja. Los, Leute, passt auf! Dieses Mal werde ich euch alle in meine Kollektion verwandeln. Ich lehne ab. Die Feinde meiner Freunde sind auch meine Freunde. Wie kannst du es wagen, das meiner Freundin anzutun? Seid ihr euch sicher? Ihr müsst eure Freunde beschützen, aber dann habt ihr keine Chance gegen mich zu gewinnen. Aber was wäre, wenn ich mit ihnen mitkämpfen würde? Was? Kurumo-chan? Kurumo-san? Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Das gibt's nicht! Wie konnte sie so schnell aufwachen? Naja, während ich mein Bewusstsein verlor, habe ich die Stimme von meiner Freundin gehört und habe gewusst, dass sie kommen, mich zu retten. Hey, vielen Dank, Leute, dass ihr hergekommen seid und mich gerettet habt. Mir geht's gut.
Zu Cornelia, lass uns alles geben. Jawohl. Los, hilf mir auf. Ich werde dich unterstützen. Jawohl. Du! Ich werde euch alle in Stein verwandeln. Oh oh. Meine Kunst ist wunderschön. Oh oh, das sieht mir nach Final Boss aus. Also man hört... Holy! Ich erlaube dir nicht, dass du Zukunde Kunden irgendwas antust. Okay. Lass mich das erledigen. Warte, Mist. Oh, shit. Ich werde euch nicht verzeihen. Ah, jetzt kommt Yukari. Magical Yukari's Showtime. Oh shit. Okay. Ihr seid nur niedrige Lebewesen, die keine Kunst wertschätzen. Doch, eigentlich schon, aber auf sowas, was du da veranstaltest, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Da bin sogar ich eher ein Künstler. Tsukune, Mokasan, bist du okay? Du hast mich beschützt. Was für eine Erleichterung. Aber was ist mit dir? Bist du verletzt, Tsukune? Seid ihr bereit, in Stein verwandelt zu werden? Tsukune-kun, hier lang. Überlass den Rest uns. Was, ihr zwei? Ihr haltet mich fest. Tsukune-kun. Es ist deine Chance. Mokasan, Tsukune. Oh oh, sie verwandelt sich. Oh oh, shit. Diesen Kranz wird entfernt. Ihre wahre Gestalt kommt hervor. Der Rosenkranz ist schon runter. Du, Akashiya Mocha, du! Lass mich nicht warten. So. Und down! That's how we do it. Tja, das war's. Du hast es geschafft, Mokasan. Das war nichts. Das Monster kann nicht mal gegen uns gewinnen. Ja. Mokasan. Wir haben es geschafft, Tsukune-san. Das ist der Sieg unserer Liebe. Du hast es geschafft, Tsukune-kun. Naja, es ist halt... Grund, dass wir es geschafft haben, dass wir zusammengeholfen haben. Und? Kaum es? Oh, was denn? Danke, dass du uns geholfen hast. Der Angriff, den du und Kotori-san gemacht haben, war unglaublich. Echt? Das Ishigami-Sensei ist hier umgefallen. Was? Ist sie zurückgekommen, um die Schülerin wieder in Stein zu verwandeln? Glaubt ihr, dass diese Leute uns gerettet haben?
Hey, seht mal, die Schüler versammeln sich hier. Es scheint so. Haben Sie gerade den Kampf gerade gesehen? Dann haben Sie unsere wahre Gestalten gesehen. Ich glaube, alles ist in Ordnung. Von Ihrer Reaktion her sind Sie, glaube ich, hierher gekommen nach dem Kampf. Und, ach ja. Es ist Zeit für den Miss Yuka Academy Appeal Event. So. Ja, was meinst du? Verstehst du es nicht? Sie haben Ishigami besiegt. Oh, faszinierend. Ich bin beeindruckt. Ich verstehe. So wie es aussieht. Eine von diesen Mädels wird sicherlich als Miss Yuka Academy gekrönt werden. Tsukune. Kurumo-chan. Was ist los, Kurumo-chan? Sie sehen wie total mitgenommen aus. Bist du verletzt? Nee, mir geht's gut. Danke, Tsukune. Mir geht's immer gut. 1-2, 1-2, siehst du? Wenn du okay bist, dann ist es ja okay, aber... Du verhältst dich nicht so wie immer, Kurumo-chan. Wirklich? Ja, die Kurumo-chan, die ich kenne, ist immer super lebendig. Es ist halt so, weil sie so ist. Und das ist, was ich an ihr so gerne habe. Tsukune, dass du mir sowas sagst. Wow! Ja, du, das ist das Beste! Tsukune, danke, dass du mich gerettet hast! Ich bin sehr glücklich, ich liebe dich! Warte, Kurumo-chan, ich kann nicht mehr atmen! Nein, ich lass dich nicht mehr los! Als du hergekommen bist, war ich glücklich! So glücklich, dass ich nicht mal ein Wort sagen konnte, Kurumo-chan! Ich wollte dir meine Dankbarkeit ausdrücken. So kannst du meine Liebe... Meine Liebe... H-A-B-L-N... warte das? Stopp! Hör auf, Kurumo-chan! Ich kann euch wirklich keine Sekunde aus den Augen lassen. Ich kann nicht... ich kann nicht zu sorgenvoll um dich herum sein. Kurumo-chan, was machst du denn da? seid ihr alle okay? Jin-senpai? Hast du jetzt bis jetzt gewartet, um dich zu zeigen? Was hast denn du gesagt? Das ist mein bestes Timing, hä? Countdown! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Miss Yuka Academy Contest ist vorbei. Und wer wird jetzt die Miss Yuka Academy? Naja, die Mails waren schon ziemlich epic. Ich weiß ja nicht, weil wer dieses Jahr gewinnen könnte. Ich freue mich schon auf das Resultat. Es ist schon zerrückt. Das nächste ist das Ergebnis. Werden die Mädels, die ich angefeuert habe, gewinnen? Okay, Leute. Es wird Zeit, das Ergebnis zu präsentieren. Und all die Kandidatinnen, bitte versammelt euch auf der Hauptbühne. Oh oh, wer wird gewinnen? Okay, nach einer Serie von Drama und sowie lustige Spielen, die Miss Yuka Academy hat sozusagen ihr Ende erreicht. Und jetzt kommen wir zum absoluten Endergebnis. Wir werden jetzt schon bald wissen, wer Miss Yuka Academy sein wird. Und
So viele Dinge sind da passiert. Tsukune-kun. Es tut mir leid, Tsukune-kun. Was ist los, Tsukune-kun? Du siehst irgendwie abwesend aus. Ah, nichts. Irgendwie. Konnte ich mit. Keine guten Erinnerungen mit anderen Mädels teilen. Ich hab ein schlechtes Gefühl darüber. Hey, wer wird gewinnen? Es wird sicher Mukasan sein. Ah, sicher Kurumo-chan. Ach, Misore-chan passt viel mehr. Ich denke, es könnte Kotori-san sein. Vielleicht auch das schwarze oder das schwarze Schaf Yukari-chan. Ja, es würde mich nicht überraschen, wer von denen wenn einer von denen gewinnt. Sind das nicht die ganzen Mails, die wir vorhin gesehen haben? Wer von denen wird ausgewählt? Ah, die müssen wahrscheinlich. Ah, sie sprechen wahrscheinlich darüber. Den Vorfall mit Ishigami Sensei. Sie haben gedacht, es wäre ein Part von Appeal Event. Wir hatten Glück, dass wir ohne Probleme rausgekommen sind. Ach ja, Kotori-san. Ja, was ist denn? Wie kommt es, dass kaum die Kuhmaske da ist? Also. Warum muss er denn zwischen dir und mir stehen? Es ist wahrscheinlich so, weil unsere neue Beziehung beenden will. Nein, Beziehung zwischen dir und mir? Das ist nichts zwischen uns gewesen. Wirklich? Aber eigentlich ist es mir auch nicht egal, weißt du? Was? Hä? Es macht mich zwar glücklich, aber ich habe sehr mieses Gefühl darüber. Ugh. Ah, was ich noch sagen wollte. Das war ein Joke. Es ist zu spät, Kotori-san. Oh. Oh oh. Okay, die Zeit ist gekommen. Nun werden wir rausfinden, wer unsere Miss Yokai Academy sein wird. Tsukune, bist du wach? Oh, es ist schon Zeit für das Ergebnis. Ich fühle mich irgendwie total müde. Ah, Tsukune. Du hast so lange gebraucht, bis du endlich wach bist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Kannst du es in meinem Herz fühlen? Fühl es. Kurumo-chan, ich kann dich beatmen. Kurumo-chan, hör auf. Willst du ihn wieder ohnmächtig machen? Puh. Oh je. Ihr Typen seid mal wieder. Laut wie immer. Und hier kommt das Resultat. Weil wir jetzt gesagt, dass ich die Königin von dieser Akademie bin. Was sagst du denn da? Miss Yokai Academy ist entweder Mukasan oder ich. Macht euch keine Sorgen. Der Sieg und der Preis gehört mir. Ah, ich hab Angst. Trommelwirbel. Es ist Nekonome Shizuka! Sensei? Was? What the fuck is going on? Ja, Miau, ich hab gewonnen, Miau. Genauso guck ich auch gerade rein.
so mit offenem Mund. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nekonome-Sensei? Warum sie? Hat sie da überhaupt teilgenommen? Oh, wie gemein. Ich bin auch eine Frau. Ich musste den Kanzler... ich musste den Direktor anflehen. damit ich da überhaupt da mitmachen kann. Wirklich, Ruby? Ja. Scheint so. Sie hat ununterbrochen den Direktor gefragt, bis er aufgegeben hat. Was? Der Direktor hat aufgegeben? Ich hätte niemals vorgestellt, dass sie gewinnen würde. Sensei? Aber sicherlich, sie ist sehr kindisch. Wirklich. Kotori! Hm, was ist denn, Miau? Das war ein echt unerwartetes Ergebnis. Aber ich glaube, jetzt kommen die Credits. Und ich muss sagen, mir hat es tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Es ist zwar jetzt kein allzu langes Let's Play geworden. Na klar, ist ja klar, es ist halt nur ein Visual Novel. Aber ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Spiel mit euch zu spielen. Wir hatten die ein oder andere edgy Szene. Wenn ich Punkte hergeben müsste zwischen 0 und 10, also 10 ist der höchste Punkt, würde ich so 7 von 10 Punkte hergeben. Okay, leider. Ich finde, dieses Spiel war schon großartig. Beziehungsweise nicht so schlecht. Also ich habe deutlich viel, viel schlechtere Spiele gespielt als Rosario to Vampire. Ein Projekt geht jetzt zu Ende. Also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann leider nicht die ganzen Namen hier vorlesen, weil ich kein Japanisch lesen kann. Beziehungsweise keine japanischen Schriftzeichen. So. Das ist doof. Aber kann man... Aber es gibt noch etwas, wo wir noch reingucken sollten. Okay, das ist jetzt sowieso leise. System. Was zum Bullshit. Denn wir sollten die Galerie mal abchecken. Denn da ist es. Ja, Jokenos. Das ist Background-Musik. Da haben wir die ganzen Stimmen. Warte mal. Okay. Bei X, wie ich denke. Ah, das ist blöd. Wenn ich hab nur. Misore-chan, Yukari-chan, Kurumi-chan. Oh oh. Kurumi-san! Okay, das ist halt die ganze Stimme. Hintergrundmusik.
Oh yeah. Okay, dann hätten wir hier sozusagen die ganze Musik, Lieder. Dann haben wir sogar ein paar Playbacks. Leider fehlt uns Yukari. Haben wir Mocha. Oh, da hätten wir noch so viel zu freizuschalten gehabt. Rumhof 5, 6, Tag 5, Tag 6. Ja, das sollte man eigentlich eher. Ich glaube, das sollte ich eher privat spielen dann. So, dann haben wir hier sogar ein paar kleine Bilder. Mit Kurumu. Opening Yukari. Misore. Batterie. So, dann gucken wir uns mal die ganzen Bilder mal an. Weil deswegen sind wir auch da gekommen. Zukunft ist Blut! Schicksalshafte Begegnung. Dann haben wir das die Vampir-Transformation. Beste! Jim, warum? Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich kann man da jetzt mit den ganzen anderen Mädels da reingehen. Gefangene Kurumu. Ishigami Battle. Ja, ich glaube, das sollte ich eher privat spielen. Und das weiß ich nicht, was das ist. Okay, ich hoffe, euch hat dieses kurze Let's Play gefallen. Ich werde euch nicht natürlich jetzt alles hier zeigen und es euch wieder aufzwingen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal hoch da, wenn ein Drum runter, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play Projekt wieder. Also, bis dann und ciao, ciao!